nicht gerettet. Aber die Genau. Menschen, die sagen, es ist eine Sünde, dass ich trinke und Allah vergibt mir dafür, die sind gerettet. Ja, also in dem Sinne musst du erstmal gerettet sein. Also erstmal muss der Mensch Christus annehmen, so wie du eben gelesen hast. Ja. Dann sind alle Sünden vergeben. Und wenn man dann sündigt, zum Beispiel, du hast einen schlechten Gedanken oder du hast mal gelogen oder so, dann gehst du auf die Knie und bekennst dann deine Sünde dem Herrn. Das heißt, du sagst, Herr Jesus, ich habe heute Folgendes gedacht. Ich bekenne das. Okay, im Prinzip spricht hier noch nichts gegen den Islam, gegen den islamische Lehre, gegen die islamische Lehre, sag ich mal. Ich muss auch Jesus anerkennen. Ich muss auch an seinen Tod glauben. Ich muss auch an das Blut glauben. Oder vielleicht sogar, da kenne ich mich nicht aus, dass er mit dem Blut, müssen wir auch wissen, ob es für das Volk war damals, dass dieses Blut, dass dort die Sünden alle, dass er für die Sünden von diesem Volk damals gestorben ist oder auch für unsere Sünden gestorben ist. Das weiß ich nicht, wie das im Islam ausgelegt worden ist, Nee, aber im Islam, da kannst du jeden fragen. ja. Da also Allah wurde nicht hat nicht gezeugt und wird auch, also hat keinen Sohn, wurde nicht gezeugt und hat auch nicht gezeugt. Sure 112. Kennst du die Sure? Bestimmt, wenn du sie aufmachst. Ich kenne eigentlich viele. Ja. Hier musst du sagen, sag Allah ist einer. Ja. Er ist Allah ein einer. Allah der Überlegene. Allah, er hat nicht gezeugt Und ist und nicht ist nicht gibt. gezeugt worden. Und niemand ist ihm jemals gleich. Ja. Das ist ganz klar. Lam yalid wa lam yulad. Ja. Also das ist ganz klar, dass Allah dort mit dieser Message sagen möchte, dass das nicht Gott ist. Genau, dass er keinen Sohn hat. Dass er keinen Sohn, ja, nicht gezeugt hat Ja. und keinem gleich ist, ja. Aber Richtig. andersrum sagte der Koran, dass es ein Teil von ihm ist. Unter Ja, der anderem auch Koran sagt. dieser Geist, den Jesus empfangen hat, dass das auch Ja. ein göttlicher Geist ist. Wenn man das Ja, er wird. genau nimmt, könnte man ja sagen, der Koran sagt, dass Jesus direkt von Allah gekommen ist. Das heißt, ein Teil von Allah ist, ein Teil von Gott ist, dass Jesus den Heiligen Geist bekommen hat von Gott. Das heißt, er hat auch diese göttliche Offenbarung, diese göttliche Eigenschaft wieder in sich, laut Koran. Und dann könnten wir sagen, okay, dann ist es doch Gott. Und zudem sagt er dann, tut mir keinen Beigesellen sozusagen. Ich habe kein Geschlecht oder so. Also die Eigenschaften von Jesus weisen auf Gott hin im Koran. Aber die Auslegung, dass es Gott ist, dürfen wir nicht machen. Ist das Ja, richtig? Ist genau. es auch in deinem Wissen so? Ja, also du darfst auf keinen Fall sagen, dass Gott einen Sohn hat, dass Allah einen Sohn hat. Und du darfst auch nicht sagen, was hier Allah in Sure 5, Vers 73 und 72 sagt. Warte. Hier sagt Allah, wer die Ungläubigen sind. Pass auf. Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist Al-Masih, der Sohn Mariams. Wo doch Plus Allah Al-Masih, 73. da geht auch weiter drauf Genau. ein. Wo doch Allah Genau, der geht darauf Al-Masih ein. gesagt hat: O Kinder Israels, dient Allah meinen Herrn und eurem Herrn. Wer hat Allah etwas beigestellt, dem verbietet, fürwahr Allah Genau. und so weiter. Ja. Und gewiss, Allah ist einer von dreien. Weißt du, was Ja. ich meine? Ja, da geht es um diese Dreifaltigkeit, dass wir das nicht an das nicht glauben dürfen. Ganz genau. Genau, aber im Endeffekt, wenn er die Eigenschaften von Jesus nennt, dass er zum Beispiel den Heiligen Geist empfangen hat, dass er ihn direkt herabgesandt hat, dass er durch keinen anderen gezeugt worden ist, sage ich mal, sondern direkt von Gott geschickt worden ist, dadurch könnten wir auch die Verbindung nämlich haben, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern auch göttliche Eigenschaften hat. So, aber wir dürfen halt nicht bloß, weil Jesus göttliche Eigenschaften hat, gleichzeitig sagen, dass dann Jesus Gott ist.
Die Eigenschaften müssen wir ja akzeptieren. Ja, aber du musst dich trotzdem, also ich sag mal so, du müsstest dich trotzdem irgendwann mal auch entscheiden, sage ich mal. Ja. Weil so liberal oder so frei zu bleiben, wird dich nicht retten. Das heißt, du musst dich irgendwann mal auch entscheiden Ja. und dich für eine Ja. Seite sozusagen entscheiden. Natürlich, also Und ich hoffe, dass wenn etwas sich widersprechen würde, wenn etwas sich widersprechen würde, müsste ich mich entscheiden. Aber ich bin der Meinung, dass sich die Bibel und der Koran nicht widersprechen. Denn der Koran sagt dort, er sagt ja die Sachen, dass, was die Bibel auch sagt, dass der Jesus ein Teil eigentlich von Gott ist. Mit dem Geist oder so wie er gekommen ist und so weiter. Aber wir dürfen aber nicht sagen, dass es Gott ist. Das ist der einzige Unterschied. Das ist der einzige Unterschied. Und wenn wir die Bibel genau. lesen, ist es ja nicht eindeutig Gott. Es ist, man sieht Stellen da, wo er Gott ist. Man sieht Stellen da, wo er Sohn ist. Also Ja. quasi müssen wir uns ein Verständnis über Jesus machen. Und für dieses Verständnis, was wir machen sollen, sagen die im Koran, ja, er hat den Heiligen Geist, er hat dieses Ding von mir, ja, ich habe ihn herabgesandt, er ist von mir, aber er ist nicht mein Sohn und ich habe kein Geschlecht und ich bin nicht, also, und er ist nicht Gott, quasi. Okay, und Also, was das ist sagst du nur das dann, Verständnis. was sagst du zu diesem Vers dann? Das ist auch mein Ja. letzter Vers. Ja, Bruder. In Offenbarung 1, Vers 8. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Also Jesus, der Also durchstochen worden ist. genau. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Und pass auf, jetzt sagt Jesus, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt. Der Allmächtige, ja. Ja, nee, Ja, jetzt hast nee, du deine Antwort. ja, spricht der Herr. Merkst du Genau. das? Das heißt, Ja, aber ich bin das das, A damit wird und der Herr O, der gemeint. An Das. ja, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende spricht der Herr. Wer ist der Herr? Richtig. Gott. Ja, der Herr ist ja der Herr Jesus Christus. Er wurde ja von Thomas. Guck mal, hier steht ja auch, dass alle ihn sehen werden, die ihn durchstochen haben. Und Genau, da danach geht's um redet er Jesus. weiter. Ja, danach redet Jesus selber weiter. Pass auf, ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und in Vers 18 sagt er das auch. In Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Also hier redet Jesus wieder, Okay, dass Moment er der kurz. Erste und der Letzte ist, der Lebende ist. Und er sagt, er war tot. Und er sagt, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat die Schlüssel zum Totenreich. Okay, also das ist zum Das Beispiel sind ein Punkt, den ich mir jetzt heute das erste Mal jetzt so aufschreibe, was ich angehen muss, weil hier ist es sehr, sehr deutlich, sage ich mal. genau. So, wo steht das drinnen, Bruder? Offenbarung Offenbarung 1. 1. Offenbarung 1. So. Ja, ich werde das eh komplett lesen. Ich brauche jetzt die Zahl nicht. Das werde ich komplett von Anfang an bei Ja. 18. Und so ist ja sowieso genauer Ja. beschrieben alles. Die werde ich auf jeden Und Fall auch nochmal. Ja. schreibt die bitte auch auf Offenbarung 21. Moment. Offenbarung 21. Vers 3. Vers 3. Okay. Ja. Kannst du mir noch Hier redet etwas auch der Herr geben? Jesus. Ja. Ja. Ja, dann machen wir es. Ich frage dich nachher. Kannst Ja, du ein kannst du bisschen? ruhig fragen. Ja, ich habe nämlich ein bisschen recherchiert wegen der Bibel, wegen der Verfälschung. Ne?
Es wäre für mich halt schon wichtig, dass ich ein Buch habe, was ich lese, was von Gott ist, was nicht verfälscht worden ist. Und ich bin nicht fündig geworden, dass irgendwo, dass jemand sagt, dass das nicht, dass die Lehren immer gleich sind oder von dem Zeitpunkt von Jesus bis heute alles gleich geblieben ist im Buch, sondern wirklich, dass es da Unterschiede gibt. Wie kann ich nachweisen, dass es ein Buch gibt, was nicht verfälscht worden ist, woraus ich dann auch lesen kann? Also hast du da Meinst irgendwie, du? gibt es da wissenschaftlich irgendwas, wo ich ein Video oder irgendeinen Link oder irgendwas, wo ich dann mir das angucken kann, wieso das nicht verfälscht worden ist oder wieso das noch wie damals ist? Ja, es gibt diese Ausgrabung von den Qumran-Rollen, diese Schriften von Jesaja. Ausgrabungen, Jesaja Rollen, ja. Qumran heißt das, Qumran-Rollen mit Q. Qumran. Qumran. Qumran, ja. Mit Q, ja. Okay. Ja. Oder such mal nach Codex Sinaiticus. Okay. Das ist ein Manuskript, steht hier aus dem 4. Jahrhundert. Und dieser Kodex enthält große Teile des Alten und ein vollständiges Neues Testament in altgriechischer Sprache. Okay, habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil es ist ja wichtig, wenn ich dieses Buch lese, dass ich erstmal weiß, dass das von Gott stammt, ne? Weil dann gehe ich ja die Sache so an, was sagt mir dieses Buch? Und theoretisch, wenn es nicht verfälscht worden ist, dann müsste ich keinen Widerspruch zu den Sachen finden im Koran. Das heißt, wenn sich Jesus hier im Buch, an dieser Stelle, die Genau. wir jetzt vorher hatten, eindeutig als Gott ausgibt, dann müsste ich im Koran dazu das finden. Ja. Ja. Oder dann müsste man halt Richtig. gucken, wieso es nicht drin steht, ne? Oder wieso man das nicht so sehen darf. Es muss halt irgendwie. Also es gibt ja eine Genau. Wahrheit, ne? Es kann ja nicht sein, dass wir hier alle richtig liegen und alle kommen in den Himmel. Irgendwas ist ja falsch, irgendjemand Ganz nimmt genau ja so was ist es. falsch auf. Irgendjemand denkt ja nicht bis zum Ende mit oder ist nicht offen genug für die Sache. Ja. Genau. Okay, Okay, Bruder. hast du noch Fragen? Nee, ich habe mindestens jetzt zwei, drei Sachen, die ich mir angucken kann. Und dann, inshallah, hören wir uns wieder. Okay, Ja, so du Gott bist will, auch gerne. Türke, ne? Nee, ich bin ursprünglich aus Armenien, aber ich bin in Deutschland Armenien. geboren. Okay. Ja, und ich habe vor 10 Jahren das erste Mal die Bibel gelesen selber. Genau. Bist du Und gebürtiger Christ oder? ja. Ich höre dich jetzt Ja, nicht. aber Ja. viele Muslime, die sagen, ich bin Muslim, Alhamdulillah, aber wie so viele sagen die, dass die Christ sind, aber in Wirklichkeit sind die keine Christen. Genauso wie Muslime, die sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim, aber die befolgen Ja. ja gar nichts. Genauso. Richtig, richtig, richtig. Ja. Ja, weil wir sind, ich denke Und mir halt, komm jederzeit auch, ja. ich denke mir halt, wenn ich das Buch lese, mit dem Wissen, dass es von Gott stammt, dann ist der Inhalt mir eigentlich egal. Ob da jetzt steht, dass Ja. der Prophet eine Sechsjährige geheiratet hat, ob da jetzt steht, mal Ja. so, das ist ja für mich dann uninteressant, weil vielleicht mein Verstand das heute nicht akzeptieren kann oder meine westliche Einstellung das nicht akzeptieren kann. Das heißt, der Grundgedanke muss sein, ist es von Gott? Und das müsste man anhand dessen schon erkennen, dass es einer unverfälschten Bibel nicht widersprechen darf. Ja. Ja. Genau. Okay, Bruder. Ja, oder du bist gerne eingeladen, auch immer wieder hochzukommen, Fragen zu stellen. Ja, danke dir. Und ja, hier sind auch viele, also viele, meistens sind so ein, zwei Ex-Muslime auch immer mit dabei. Ja. Ich glaube, zwei von denen sind sogar türkischstämmig. Ja. Das heißt, bald ist da
Fragen gibt oder so. Ja. Auch der eine kennt sich auch gut in der Geschichte aus und so von seinem Land und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall. Da kann Also man auch ich ja, über die Historie reden. gerne, gerne. Machen wir. Okay, dann. Okay, Danke, dass Robin. du da warst, ne? Ja. Danke dir. Schönen Abend Dann noch. gute Nacht, ja, gute Gute Nacht. Nacht. Also. So, wir haben noch jemanden hier, der hochkommen will und eine Frage stellen will. So. Schönen Abend. Ja, du hattest sehr viel Geduld, habe ich den Eindruck gehabt. Schönen Abend. Ja. Hab auch lange gewartet. So. Ja. Wie können wir noch helfen? Bitte? Wie können wir noch helfen, beziehungsweise deine Fragen beantworten? Meine Frage, die habe ich auch im Chat auch gefragt, also aufgeschrieben. Werden die Juden laut ja Galater 1,8, das kannst kurz zeigen könntest. Ich mach das mal. Galaterbrief 1,8. Yes, genau. Okay. Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen, wenn ich fragen darf? Ist lange Geschichte. Das bedeutet doch meine Dummheit, oder? Nee. Nein. Kannst du Arabisch? Heißt das nicht Rabelata? Ach so, ah, okay, jetzt check ich, was du meinst, aber nein, nein. Oder habe ich das falsch geschrieben? Moment. Ich kann es auch zeigen. Oder heißt das mein Gedanke, ne? Genau. Mein Verstand heißt das eigentlich, glaube ich. Ja, stimmt. So, Galaterbrief 1,8. So, da steht geschrieben, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht, richtig? Genau. Genau. Und jetzt meine Frage ist, die Juden sind ja theoretisch nicht mit dem neuen Evangelium gekommen. Und es gibt Juden, die glauben immer noch an das Alte Testament. Ja. Heißt, kommen die jetzt in die Hölle oder gibt es noch Chance, dass sie ins Paradies kommen? Also es wird laut Bibel einen kleinen Überrest geben, der gerettet wird, sagt die Bibel. Aber auch die müssen an den Herrn Jesus Christus glauben. Ja, aber ich meine, die glauben ja sowieso daran, was da drin steht, alles. Von Ja, Anfang bis Ende. stimmt, aber Alles sie ist da. glauben nicht, die glauben ja noch, dass der Messias kommt. Aber Ja. sie haben ihn doch gesehen. Oder was meinst du jetzt? Kannst du es mal bitte erklären? Ja, die dort gelebt haben, haben ihn gesehen und haben trotzdem nicht geglaubt. Und bis heute hin glauben viele Juden nicht. Also seit fast 2000 Jahren gibt es Juden, die den Messias nicht annehmen. Ja, das ist korrekt. Also muss man nur an Jesus glauben Ja. oder an das Alte Testament oder beides oder wie jetzt? Also seit der Kreuzigung und der Auferstehung gibt es nur einen Weg, wie man gerettet werden kann, indem man an das, was wir eben gerade die ganze Zeit gelesen haben, dass man an den Herrn Jesus Christus glaubt, um gerettet zu werden. Das ist der einzige Weg. Davor wurden die Menschen nach den 10 Geboten gerichtet. Stehst du? Also alle Menschen vorher gelebt haben. Seitdem es die 10 Gebote gibt, bis zur Kreuzigung, werden die nach den 10 Geboten sozusagen nach ihrem Glauben, wie gerecht sie gehandelt haben, gerichtet werden.
So, er ist weg. Und Leute, ich danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir hatten eine gute Zeit. Lasst uns doch morgen weitermachen. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend. Gottes Segen. Danke, dass ihr da wart. Denkt dran, der Herr Jesus Christus ist der einzige Weg, wie wir gerettet werden können. Liest die Bibel und entscheidet euch für den Herrn Jesus Christus. Und lasst euch eure Sünden vergeben, weil er euch liebt, weil er mit euch wirklich Gemeinschaft haben will, weil er euer Gott sein will, euer Retter sein will und weil er ja mit euch die Ewigkeit verbringen will. Jesus Christus hat Liebe gepredigt zu den Feinden, ist aber gleichzeitig auch der gerechte Richter. Er wird auch die Sünde bestrafen, aber er möchte erstmal, dass ihr zu ihm kommt und euch all eure Sünden vergeben lässt, indem ihr aufrichtig und von ganzem Herzen bereut. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Gott segne euch, ihr Lieben, gute Nacht, schlaft gut und so Gott will, bis morgen. Gottes Segen.